Wie machst du dich beliebt? Was ist das beliebteste Getränk? Kaffee. In diesem Video geht es darum, wie du dir und deinen Liebsten den wohl besten und edelsten Kaffee zubereitest. Du bist voll im Genuss und vergisst für Minuten alles um dich herum. Und dabei erfährst du, dass ein Kaffee mit basischem Reinstwasser zubereitet ist und edlen, exklusiven Bohnen. Wow, der Tag ist dein Freund. Alle trinken sehr gerne Kaffee, haben aber immer im Hinterkopf so dieses ungute Gefühl, dass er ungesund sein könnte. Aber woher kommt denn dieser Gedanke überhaupt? Pestizidverseuchte, toxische und billige 0815 Bohnen werden in sehr kurzen Zeiten und bei sehr hohen Temperaturen gebrannt bzw. verbrannt. Hierbei entsteht Acrylamid, wie auch bei Pommes. Die soll wiederum kanzerogen, also krebserregend sein. In der Regel werden auch faulige, schimmelige Bohnen mitgebrannt, die dann Mykotoxine, sogenannte Schimmelpilzgifte, entwickeln. Schimmelpilzsporen sind sehr resistent und die überstehen auch gerne mal einen Röstvorgang. Mal angenommen, du möchtest selbst einen guten und gesunden Kaffee trinken, möchtest diesen aber auch deinen Gästen mit einem ruhigen Gewissen anbieten, um sie vielleicht eher beliebt zu machen. Du gehst also in den Supermarkt und kaufst dort einen Bio-Kaffee und kochst diesen mit deinem herkömmlichen, gut untersuchten, aber nicht schadstoffreinen Leitungswasser. Du kaufst einen Bio-Kaffee, aber der wird ja auch nicht schonend geröstet, also hast du auch diese Acrylamide in diesem Kaffee. Was machst du nun mit deinem Leitungswasser? Holst du dir einen Kannenfilter oder doch besser Mineralwasser, das gut untersucht ist im Rahmen der Grenzwerte? Das sind alles Gewissensberuhiger, aber garantiert keine Lösung. So kommst du also auch vom Regen in die Traufe und du hast immer noch nicht den besten bzw. einen unbedenklichen Kaffee. Und das, was dir fehlt, sind eigentlich nur zwei Zutaten. Zum einen ein basisches Reinstwasser und eine ökologisch angebaute, auserlesene Kaffeebohne von einem richtigen Kaffeeexperten. Und du wirst es lieben, diesen Duft, dieses Aroma, es ist einfach genial. Es liegen Welten zwischen dem Kaffee oder dem besten Kaffee, den du kennst, und dieser Kombination, die wir hier anbieten. Ein edles Wasser und eine edle Bohne gehört einfach zusammen für jeden, der gerne Kaffee trinkt. Und abwarten und Tee trinken ist an dieser Stelle nicht angesagt, sondern schreib uns eine E-Mail, greif zum Hörer. Wir hören uns und bis gleich.